Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich mach's kurz und schmerzlos. Es wird in den nächsten 6 Monaten erstmal keinen neuen Content mehr bei mir auf meinem Kanal geben, während wir gerade dem ICE und ja, der Regionalbahn beim Ein- und Ausfahren zusehen. Genau, ja, in den nächsten 6 Monaten ungefähr, 5 bis 6 Monate, wird es erstmal keine neuen Videos mehr bei mir geben. Es ist soweit alles gut, also bevor sich da irgendjemand Sorgen macht, alles in bester Ordnung. Ich werde nur aus gewissen privaten Gründen in den nächsten 5 bis 6 Monaten nicht mehr an meinem PC sein. Dementsprechend werde ich auch da keine neuen Videos machen können. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil die ein oder anderen Sachen ja noch im Development sind, ne? Also die Baureihe 420 beispielsweise, auf die ich mich ja so unglaublich gefreut habe, ist vermutlich auch nicht mehr allzu lange hin, so ganz grob geschätzt. Das ist natürlich sehr schade, dass das dann erstmal ein bisschen dauern wird, bevor die 420 bei mir auch auf dem Kanal auftauchen wird. In einem halben Jahr dann wohl vermutlich, wenn sie bis dahin vielleicht veröffentlicht ist. Aber wollen wir nicht so sehr über die 420 spekulieren. Wie gesagt, das ist nur die Ankündigung. Allerdings dachte ich, dass ich euch nicht komplett ohne Videos lasse. Ich habe in den letzten paar Tagen, auch wenn es zeitlich bei mir sehr, sehr knapp war, die ein oder anderen Videos noch aufgenommen, die dann ja häppchenweise verteilt über die nächsten 5 bis 6 Monate hier auf dem Kanal erscheinen werden. Das sind nicht besonders viele Videos, im Schnitt sind das 1 bis 2 Videos pro Monat. Das heißt also, ja, ab und an mal werdet ihr doch noch mal was von mir hören, aber wichtig dabei bitte bedenken, Aufnahmezeitpunkt ist Ende September. Das bedeutet, alles, was danach passiert ist, jegliche Updates, jegliche DLCs, jegliche News, die erschienen sind, die verfügbar sind, was auch immer, das konnte ich natürlich alles nicht wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ja, genau, das war's. Das erste Video erwartet euch dann, ich glaube, oh, ich will da jetzt nichts Falsches versprechen, aber ich glaube Mitte Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, also Train Simulator kommt, Train Sim World 3 kommt und ein bisschen auch noch Transport Fever 2. Habe ich, glaube ich, geschafft, 2 Folgen aufzunehmen. Auch das wird irgendwann kommen. Aber wie gesagt, alles verteilt, häppchenweise verteilt über ja, die nächsten 5 bis 6 Monate bis Pi mal Daumen Ende Februar 2023. Im März 2023 solltet ihr von mir dann auch wieder komplett neue Videos mit Führerstandsmitfahrten etc. haben. Ich werde mich trotzdem auch vermutlich, hoffentlich in den nächsten 6 Monaten zwischendurch mal melden, wenn es irgendwelche neuen News gibt, so im Sinne von irgendwas Neues auf der Roadmap oder so. Da kann ich euch trotzdem gerne auf dem Laufenden halten. Das kommt ja, glaube ich, auch immer ganz gut an, neue Screenshots etc. Nur halt, wie gesagt, erstmal keine neuen Führerstandsmitfahren, keine neuen Ingame-Aufnahmen. Genau, das war's auch schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die ganz fleißig zuschauen, für alle, die das erste Mal gerade zuschauen, für alle, die ein paar Mal dabei sind, dabei waren, für die, die ganz oft immer kommentieren, in den Kommentaren immer dabei sind, immer sich bedanken für die Videos. Ich bedanke mich bei euch. Es macht viel, viel mehr Spaß, wenn Menschen auch wirklich dabei sind und zugucken. Insofern, ja, gilt mein Dank euch. Anstatt dass ihr mir dankt, muss ich wirklich euch danken. Gut, das wär's dann erstmal vorerst. Aber wie gesagt, mein Vergangenheits-Ich wird sich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder bei euch melden. Alles Gute, alles Liebe.